Und weiter geht es. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. TT Gamer, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund TT Gamer, den Goron. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrachen. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Und jetzt weint der Arme. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten du fragst ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen, über die Goron, über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in der Höhle dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Und nein, der Arme weint wieder. Wir sollten ihn wieder beruhigen und wir fragen ihn diesmal was über die Goron. Vater war gerade nicht hier, als alle von Garndorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Garndorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Garndorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goron dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, TT Gamer. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Also, wir erhalten von ihm die Goron-Rüstung, mit der wir nämlich jetzt in dem Vulkan überleben können. Das ist nicht zu heiß für uns jetzt. Nein, wir können mit der roten Rüstung, die ich persönlich nicht so schön finde, können wir jetzt auch das heißeste aller Feuer ertragen. Aber bevor wir uns jetzt um den Feuertempel kümmern, holen wir uns hier noch ein Skulltula. Nee, Bombe war falsch. Holen wir uns hier noch einen Skulltula, der da ist. Den ich jetzt hoffentlich auch mit dem Haken bekomme. Aber mein Haken ist wahrscheinlich nicht weit genug. Oh, nee, da wollte ich nicht hin. So, jetzt machen wir hier einen kleinen Trick. Ich hoffe, es klappt. Nee, reicht nicht. Schwert wollte ich eigentlich auch nicht rausholen. Ach, komm schon. Ja, okay, das hat gereicht. Also, einen weiteren Skulltula und... wow, jetzt lassen wir uns hier runterfallen. Das hier ist, wenn ihr euch noch erinnern könnt, der Raum, wo Darunia drin war. Darunia ist jetzt weg, er ist im Feuertempel. Und wir wollen da auch hin, deswegen verschieben wir... eigentlich müsste das funktionieren. Ja. Nach vorne. Wir verschieben hier diesen Steinklotz. Und können jetzt hier hinterdurch. Und da ist der Todeskrater. Todeskrater. Hier gibt's auch zwei Herzteile noch zu holen. Das eine werden wir... jetzt holen. Wenn wir es denn können. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Steine hier kriegen wir noch nicht. Kriegen wir die schon weg? Ich probier mal mit einer Bombe, aber ich glaube, die kriegen wir nicht weg. Da brauchen wir erst den Hammer, den legendären Hammer, wo der Kleine uns von erzählt hat. Den es im Feuertempel gibt. Nee, die kriegen wir nicht damit weg. Nee, hier kommen wir also nicht weiter. Dann holen wir auch nicht das Herzteil. Wir könnten jetzt wieder oben zu dem Bigoron laufen und könnten das Herzteil von da holen. Habe ich aber... ganz ehrlich, keine Lust zu. Und ich glaube ihr auch nicht.
Und deswegen machen wir das später. Ach, komm. Jetzt mach mal dann hier weiter. Ja, einmal bitte da dran. Und da ist wieder die mysteriöse Sheik. Und wieder die typische Sheik-Musik. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Finde ich auch ein sehr schönes Lied. Das finde ich irgendwie cool, das Lied. Und wir wollen es jetzt auch dann direkt vorspielen. Ah, daneben. Falsch. Ah, ist das nicht genial, das Lied? Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Finde ich einfach genial. TT Gamer, wir werden uns wiedersehen. Ja. Das haben wir bisher immer. Wir versuchen auf sie zuzugehen und da, mysteriös wie sie ist, geht sie weg, hat eine Feuerwand aufgebaut. Und jetzt mit der Dekonuss. Abgang und weg ist sie. Wir wundern uns wieder, mein Gott, wo ist denn die jetzt schon wieder hin? Das kann doch nicht sein. Ja, Link, ist leider so. Die geht immer einfach weg. Okay, also, betreten wir dann jetzt den Feuertempel. Und hoffen, dass wir den schnell abgehakt kriegen. Wow, und das tut wieder weh, ja. Und rein da. Das hier ist also der Feuertempel. Ich weiß gar nicht, kommen wir hier... Ja, wir kommen hier hoch. Ich glaube, in Master Quest war da nämlich... Komm, nee, lass... Scheiß Viecher hier, komm her. So, weg mit dir. Ich meine, Master Quest war da nämlich eine Feuerwand. Da konnte man dann da nicht durch. Da musste man so an der Seite irgendwie hochklettern und irgendwie sowas basteln. Und was sehen wir denn da? Da ist er, der Darunia. Steht vor der Bosstür. Wer ist da? Bist du es, TT Gamer? Tatsächlich, TT Gamer... Du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goron der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus der Höhle des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. TT Gamer, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, TT Gamer. Darunia, kein Problem, wir sind doch Blutsbrüder, das mach mal gerne. Und wie es weitergeht in dem Tempel, das seht ihr im nächsten Part. Euer TT Gamer.